Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Novigrad. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. So, aber nichtsdestotrotz muss ich... Dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Komm, hat er jedenfalls nicht alles verloren. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was? Da bist du ja. Was ist das denn? Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Ja. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen. Und um die Freuden der Stadt zu genießen, übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten, und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech.
hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Urkomisch. Wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Ein richtiger Baron. Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein. Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss auch... Leb wohl. Bist du deine Tochter? Und sei ihr Vater. So. Speed up. So. Also zieh Steady Girl. Noch nicht. Du da! Du hast gestern zu tief ins Glas geschaut. Jo, ja, ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Dann laufe ich ja auch so. Tröppelt. Ja, ja. Ich bin unschuldig, ich. Dann war es wohl Prophet Mann, der die Kaufleute überfallen hat. Alles, was da ist und Schweine. Der Baron war sehr betrübt. Also ein heißes Ei in deine Augen. Gott, nein! Ich flehe dich an. Was? Ich flehe dich an. Hört, der Hauptmann hat auf die Mütze gekriegt. Du siehst aus. Es? Im Wald kennt das. So, jetzt schauen wir mal, was die Quests so machen. Scheiterhaufen in Novigrad. Finde heraus, ob Sirius schon wählen. In Skellige und Novigrad. Ich würde mal sagen, es muss so langsam ein Nebenquest. Besuche den Wahrsager. Trifft den Baron. Stufe 9. Sirius Zimmer. Unnatürliche Inventar. Habe ich es verla- Vielleicht habe ich die ja schon. Unnatürliche Unklarheiten von Flüchen. An meine lieben Freunde Philipp und Anna. Das Graf La Duvere, Kulturminister des Königreichs Temerien. Visima 1265. Wer da meint, dass ich Entschuldigung. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens mit einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet.
Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind die gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Ein absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Veracruz Leon. Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von eins sein mit der Welt. Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Ja. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Ich will nur mal sagen. Das ist gut. Es. Offerten. Oder? Anzünden. Achso. Du kannst helfen, kleiner Zwerg. Ich suche einen Meisterschmied. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung verleiht. In bester Qualität. Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche mein Werk, wenn ich so sagen darf. Gerne. Hör nicht. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig. Faucht bei jeder Gelegenheit. Was für eine Rüstung handelt es? Leicht, aber sie darf die Bewegung nicht ein. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch oder heißen den Arsch abwischen? Klingt toll. Kann ich Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über wissen. Wenn sie was aus sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug, wie es die Leute von Tordaroch auf Undvik benutzten. Na, ich hab dir doch gesagt, dass du sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst dir nicht mit deinen skellige behelligen. Das ist kein. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigt die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr. Der Riese die Insel. Die Bewohner sind geflohen. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug hätte, würdest du mir dann die fertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Kennen diese Legenden, die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Gut. Es ist gut zu wissen. Heißt, wenn wir später auf drauf gehen, haben wir auf jeden Fall das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal ins bin. Lass mich in Ruhe. Ja, hämmer du mal schön drauf. Kann ich helfen? Genau, du kanntest mir. Was hast du im Angebot? Genau, was hat er denn Schönes? Blei. Tja, ich werde auf jeden Fall auch was verkaufen können. Das wollte ich ohnehin. Noch wieder ein Landschwert. Das verkaufe ich, auf jeden Fall. Ja. Das. Ja, so, das auch. Das auch. Diese Axt da vorne brauche ich auch nicht. Diesen Streitkolben. Knüppel auch nicht. Sattel. Schuhe. Ich muss mal sagen. Kermowen-Rüstung. Ich finde dieses Bayern-Outfit, was ich hier habe, das finde ich nicht allzu cool.
Warte mal, was habe ich denn darunter? Nützliches.